Ja, Bettspringen macht Spaß! Hey, du machst damit nur das Bett kaputt. Komm runter! Ach Quatsch, lass mich! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Hier auf Katze! Unsere Reise geht weiter. Wir befinden uns in Charm City und sind jetzt in einem Hotel. Und wollen herausfinden, wo sich der Toad befindet, der uns die Schriftzeichen vorlesen kann. Bist du vielleicht der Toad? Hey! Hab ich eine Poolparty verpasst? Dann kannst du mich gleich wieder zusammenfalten, Mario. Ach komm, sei doch nicht so. Steig einfach ein. Die Party ist noch nicht vorbei. Zumindest sieht es so aus. Und da hinten ist ein Sniffit, der irgendwie traurig zu sein scheint. Alles okay? Hey, ich habe in diesem Chaos etwas gefunden, das dich vielleicht interessiert. Es ist an der Rezeption. Aha. Okay, ja, dann danke ich dir für den Hinweis. So, ich will aber erstmal wissen, was da vorne ist. Hopsala. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Paper Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Vor allem auch von Paper Mario. Oh. Ah ja, das war also der Trick, um an diesen Fragezeichenblock zu kommen. Naja, dann nehme ich wieder den Haupteingang, um reinzukommen. Auf der rechten Seite finden wir nichts mehr und links? Mal sehen. Oh, die Tür ist verschlossen. Was mache ich denn jetzt? Komme ich da irgendwie durch? Oh ja, das hat geklappt. Oh, okay. Sehr, sehr mysteriös. Na gut, finden wir was... Oh, eine Maus! Finden wir heraus, was hier Sache ist und was hier vorgefallen ist. Oh, nö. Wie viele Mäuse sind das? 12, wenn ich mich nicht verzählt habe. 4 mal 3. Okay, 12. Mäuse sind zum Glück nicht so stark. Die halten also nicht so viele Angriffe aus. Viel wichtiger ist es aber dann herauszufinden... Ah ja, genau. So, schaut mal. So muss ich sie gruppieren. Perfekt. Ein Block und 2 Reihen. Und mit den normalen Stiefeln sollte das ausreichen, denn diese Mäuse halten bekanntlicherweise nicht unbedingt viel aus. So, sehr gut. Und wir stürzen uns gleich auf die nächsten Mäuschen. Und 1, 2, 3 und 4. Klasse Sache. Und da haben wir einen großen Block, den wir jetzt gleich mitsamt der gesamten Besatzung besiegen. Super! 300 Münzen! Mario, du bist der Beste! Und Achtung, oh, ein Faltkreis. Mal sehen, was dieser jetzt bewirken wird. Aber ich kann mir schon denken, was gleich passiert. Hier ist noch ein Sticker von König Olli. Von Olivias Bruder. Und da ist auch noch eine Kiste mit einer Münze gewesen. Gut. So weit, so gut. Zücken wir unsere Faltarme, um dann an diesem Ventil hier zu drehen. Und Achtung, was passiert? Oh, wir haben kein Wasser mehr in der Lobby. Ich glaube, da ist unser Surfbrett-Freund nicht gerade begeistert darüber. Ich bin mal gespannt, was er jetzt gleich sagen wird. Kann ich hier links eigentlich raus? Nee. Das sieht nicht so aus. Okay, gut. Mal sehen, was er jetzt sagen wird. Menno, was ist mit meiner Welle passiert? Naja, Springbrunnen-Surfing ist sowieso schon out. Ich gehe auf mein Zimmer und surfe in der Wanne. Da willst du weitermachen? Aber warte, was ist mit deinem Surfbrett? Naja, du bist doch ein Toad, oder? Surfen macht nicht so viel Spaß, wenn man das Brett isst. Aber damit ist es vorbei. Ich bin frei und niemand wird mich mehr ausnutzen. Ich bin schließlich für eine Konferenz zum Thema Investitionen angereist. Irgendwas mit den Pyramiden hier. Mhm. Ah, aber genug geredet. Hier, das ist für dich. Oh, ein Herz. KP Max plus 10. Sowas nehme ich sehr, sehr gerne an. Vielen Dank, mein lieber Surfbrett Toad. Tschüss. So, jetzt wo er weg ist. Hier gibt's einen Sniffit, der gern die Plätze anderer Leute klaut. Also gehe ich hier nicht weg. Die anderen scheinen ganz normal
weiter zu feiern und zu tanzen. Deswegen laufe ich mal weiter. Oh. Hallo zusammen. Oh, da unten ist ein Toad. Alles okay? Ich habe 10-mal hintereinander das Frühstücksbuffet verpasst. Ja, beim 11. Mal bist du auf jeden Fall dabei, mein Freund. Suchst du ein Zimmer? Dann geh zur Rezeption. Ich bin nur hier, um in der Lobby auf- und abzulaufen. Oh, okay. Hallo. Ich speichere mal schnell das Spiel, dann bin ich mal gespannt, was der Sniffit sagen wird. Willkommen, willkommen. Es ist immer wieder eine Freude, Reisende zu empfangen. Leider sind wir im Moment völlig ausgebucht, aber alternativ können Sie in der Wüste übernachten. Oh, wir suchen gar nicht nach einem Zimmer, sondern nach jemandem, der seltsame Schriften lesen kann. Ist hier vielleicht so jemand zu Gast? Na, Professor Toad, arbeiten Sie mit ihm zusammen? Er ist leider gerade nicht hier. Aber wenn Sie seine Kollegen sind, kann ich Ihnen ja ohne Bedenken seinen Zimmerschlüssel geben. So, kleinen Moment, bitteschön. Schlüssel des Professors. Der Schlüssel zum Zimmer des Professors. Mario, ich glaube, er denkt, wir arbeiten mit einer Art Toad-Professor zusammen. Das ist ein Glück, oder? Jetzt sind wir einem Professor, der gewiss die seltsame Schrift für uns lesen kann, ganz dicht auf den Fersen. Einfach die Treppe hoch, am Ende der Brüstung. Sie können es nicht verfehlen. Mehr habe ich nicht zu sagen, aber gewiss haben Sie beide auch ohne mich genügend Gesprächsstoff. Ja, da bin ich mir sicher. Ich kann es kaum erwarten, mehr über diesen geheimnisvollen Professor zu erfahren. Aber lasst uns doch mal gucken, was es hier noch so gibt, bevor wir jetzt gleich hochgehen. So, okay. Öffnen. Oh, kann ich hier auch den Schlüssel verwenden? Sieht so aus. Toll, das hat geklappt. Wollen wir hineingehen und nachsehen, ob das Zimmer des Professors ist? Naja, laut Sniffit ist es ja nicht das Zimmer. Oh, das ist ja ganz nett hier. Ich möchte Zimmerservice. Schließlich bin ich zum ersten Mal in einem Hotel. Und dieses Bett. Stilvoll, aber gemütlich. Hier könnte ich liegen und mich entfalten. Oh, wie schön. Yay. Ah, aber wir haben wohl keine Zeit zum Entspannen. So, hast du hier irgendwas gesehen, das uns helfen könnte, diesen Professor zu finden, Mario? Ehrlich gesagt noch nicht. Ich dachte nicht, dass das Zimmer ist. Oh, Forschungsbericht Tag X. Endlich ein Hinweis, der Schlüssel zu den Geheimnissen der alten Falter? Neulich entdeckte ich einen uralten Schatz. Vielleicht erweist er sich als entscheidend für meine Forschung. Grob übersetzt handelt es sich um Sonnenräucherwerk. Und es scheint Teil einer Zeremonie zu sein. Forschungsbericht Tag X. Für einen fairen Preis erhielt ich das Sonnenräucherwerk von dem Sniffit. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde mich nun zum Solaraltar begeben. Was hast du herausgefunden? Sind das seine Aufzeichnungen? Ich kann seine Handschrift nicht entziffern. Also musst du mir helfen. Steht da irgendetwas darüber, wo er hingegangen ist? Oder ob er etwas mitgenommen hat? Naja, weder noch. Aber er hat zumindest ein Räucherstäbchen mitgenommen. So, das kann ich leider auch nicht lesen. Aber vielleicht gibt es in den anderen Räumen noch mehr Informationen. Oh, ein Toad. Hallihallo. Wow, dieser Weckruf war der Hammer. Was für ein Service hier. Tschüss. Mal sehen, wer hier wohnt. Oh, das ist ein riesiges Loch. Dass die vom Hotel das nicht reparieren. Alles okay bei dir? Ja, lesen kann ich das nicht. Ansonsten, alles andere ist für mich auch uninteressant, aber der wird mir bestimmt noch was erzählen. Was ist ein alter Falter? Irgendwer im Zimmer nebenan redet die ganze Zeit davon. Die Wände hier sind viel zu dünn. Okay. Anscheinend kann man hier alles belauschen, theoretisch. Na gut, dann begeben wir uns mal auf die andere Seite.
denn dort gibt es ja anscheinend noch weitere Zimmer, in denen Gäste womöglich leben. Dieses Hotel hat zu lange von der Strahlkraft seiner Wandgemälde gezehrt, wenn man mich fragt. Na gut, der Pool ist schon auch nicht übel. Aha. Gut, wer wohnt hier? Oh, das muss der Surfer sein. Und wir finden einen Ringtrainer. Schatzmini. Sehr gut. So, ein paar Schnipsel. Man kann ja nie genug haben. Und mal sehen, was unser Surfbrettfreund so erzählen wird. So, hey, du da. Keine Wanne zum Surfen, aber das macht auch Spaß. Ja, dann spring mal schön weiter. Oh, weia. Ja, stimmt, die haben gar kein Badezimmer. Es gibt einfach nur einfache Zimmer mit Betten und einer Kommode. Aber das war's dann auch. Und einen Tisch. Das neue Management unternimmt rein gar nichts wegen des Lärms nebenan. Ja, weil der nebenan die ganze Zeit auf seinem Bett herumspringt, oder? Du Armer. Das tut mir leid, dass du dich da genervt und geärgert fühlst. Und mir fehlen nach wie vor die Fähigkeiten, um diese Schriftzeichen zu entziffern. Na gut. Wenn das so ist, muss ich wohl einen anderen Weg finden. Aber jetzt gehen wir mal nach oben, auch wenn ich eigentlich schon im Raum des Professors war. Hey, sieh dir das mal an. Ein riesiges Bild. Die ganze Wand entlang. Unglaublich. Aber was ist das? Es sieht fast aus wie ein Comic. Wollen wir es eine Comicwand nennen? Ah, und da sind wieder diese seltsamen Zeichen. Hoffentlich kann uns der Toad, den wir suchen, damit helfen. Diese Schrift scheint überall zu sein. Ja, das ist wohl wahr, aber was hat das zu bedeuten? Das sind bestimmt diese Türme und das ist eine Art Phönix. Und das sind die Statuen in der Wüste. So, probieren wir es doch mal aus. Achtung, oh, es geht nicht. Oh, Verzeihung. Hä? Das habe ich ganz vergessen. Wir haben Ihrem Freund die Besen... ein besseres Zimmer gegeben. Mhm. Es ist im Erdgeschoss, in einer unseren Schnäppchensuiten. Tut mir leid für die Verwechslung. Oh, schon okay. Oh, ich beschwere mich nicht gern, aber so eine Verwechslung ist kein gutes Zeichen. Tja, wir waren ja schon unten, zufällig, im Raum des Professors. Das heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter und wir müssen herausfinden, wo sich der Professor aufhält. Denn im Hotel scheint er nicht mehr zu sein. Aber würde das bedeuten, dass er jetzt in der Wüste unterwegs ist? Um irgendwie das Wüstengeheimnis zu lösen? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich sicher. Im Hotel ist der Gute nicht mehr. Vielleicht ist er ja im Laden. Hallo? Nee, Teppichtörtchen. Hier auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht ist er irgendwo anders. Hier geht's dann nicht weiter. Da gibt es keinen Weg für uns. Oh. Okay, extra Münzen. Das war wohl der versteckte Block. Aber hier auf dem Dach... Oh ja, da gibt es doch tatsächlich was. Ein Powerblock. Lässt den Boden erbeben. Sowas habe ich immer gerne dabei. Hm. Keine Spur. Ich sehe keinen Professor. Ich sehe keinen Toad. Ah, ein Reisender. Ja, ja. Ich erzähle wieder das Gleiche. Ja, das ist wahr. Hm. Gut, in dem Fall, wenn wir nicht genau wissen, wo sich der Professor aufhält, müssen wir natürlich ein bisschen Freischnauze suchen. Einfach mal gucken, wo könnte der gute Kerl sein? Also hinten sehe ich bei der Lampe, dass da immer noch das Schild steht. Das heißt, es gibt bisher noch keine weiteren Informationen dazu. Wenn das so ist, dann muss ich das wohl erstmal so stehen lassen und verkraften. Aber dann kann sich der Professor doch nur irgendwo in der Wüste aufhalten, oder? Ausgestattet mit einem Räucherstäbchen. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich genau. Wir erkunden nochmal die Wüste. Die kleine, süße
Sandpapierwüste. Okay. So, da links geht's auf jeden Fall auch weiter. Und da unten, ich schau mal ganz kurz, ob wir da was finden. Oh, wir können gleich mal das Loch stopfen, wenn wir schon hier sind. So, so, noch ein bisschen. Ich bin zu voreilig. Jetzt aber. Okay. Düsen wir mal weiter mit unserem Supergefährt. In Windeseile. Und da vorne ist der Altar und ich sehe keine Spur vom Professor. Der scheint immer noch nicht hier zu sein. Aber wo ist er dann? Ich kann hier nichts machen. Die Schlüssel kommen bestimmt nicht in diese Suppe rein. Komisch. Sehr, sehr komisch. Wir müssen weiterschauen. Wir müssen das weiter erforschen. Hier sind diese Statuen. Und haben diese Statuen nicht gezeigt, dass man diese drehen muss? Ah, schaut mal, das funktioniert sogar mit dem Hammer. Ja, perfekt. So, immer schön weiterdrehen. Die müssen sich alle gegenseitig angucken. Alle sechs Vögelchen oder Phönixe. Muss ja ein Phönix sein, der Vogel. Das ist ein Vogel, der aus der Asche erwacht und fliegt. Oh, irgendwas passiert jetzt. Was ist das? Hä? Oh, Achtung, Achtung. Ein Mikrofon? Ist das ein Podest? Es ruft förmlich nach mir. Ehrlich? Können wir hier singen? Wenn ich es mir so ansehe? Nein, nein. Ich könnte doch nicht... Oder könnte ich doch? Ich kann einfach nicht anders. Etwas in mir drängt danach. Test, Test, 1, 2, 3. Fischers Fritz fischt frische Fische. So, ich bin bereit. Irgendwelche Liedwünsche? Oh, kannst du hier singen? Okay, komm, den Edelwuchs-Jive. Den fand ich gut. Wer kennt Meister Edelwuchs? Jenen, der so edel wuchs. Heute wachs ich riesengroß und dann ist hier mal was los. Größter im Wald, schönster im Wald, coolster im Wald. Yay, Olivia. So, ich bin bereit. Irgendwelche Liedwünsche? Leise, leise, Schlag um Schlag, rudern wir Tag um Tag. Fahren zu zweit durch Lust und Verdruss, bis unsere Fahrt einst enden muss. Trag mich durchs Leben, mein Freund, guter alter Floß. Hey Olivia, du bist ein Naturtalent. Super gemacht. So, ich bin bereit. Das war spaßig. Oh ja, wem sagst du das? Jetzt aber erstmal weiter, denn der Professor scheint nicht hier zu sein. Der muss irgendwo anders stecken. Aber trotzdem war das gut, dass wir dieses Podest mit dem Mikrofon freigeschaltet haben, denn das wird wahrscheinlich hier noch eine tragende Rolle spielen. Schauen wir doch mal, was wir hier oben finden. Ah ja, nach wie vor nichts. Ich hatte gehofft, dass der Professor mittlerweile hier drin ist. Ich glaube allerdings nicht, dass er irgendwo anders stecken könnte. Deswegen, sollten wir uns vielleicht irgendwo anders umsehen. Zum Beispiel hier in der westlichen Sandpapierwüste. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Und hier sind auf jeden Fall auch ein paar Pockys unterwegs und natürlich auch ein paar Knochentrocken, die uns wieder versuchen, das Leben schwer zu machen. Aber das ist okay, denn dafür sind die Gegner ja auch da. So, hey mein Freund. Danke, das hier ist die westliche Sandpapierwüste, nebenbei. Hier steht einer der vier mysteriösen Türme dieser Region. Ja, jetzt wo du es sagst, es sind also vier Türme? Ich habe erst einen gesehen. Aber anscheinend gibt es vier Stück davon. Und diese Türme besitzen alle dieses Auge. Und wenn ich so an das Hotelgemälde denke,
An diese große Zeichnung hat man an dem Gemälde erkannt, dass diese Figuren, dass diese Türme sehr, sehr wichtig sind, um das Rätsel hier in der Wüste zu lösen. Doch, jetzt mal ganz im Ernst, wir werden das Rätsel niemals lösen können, wenn wir nicht den Toad finden. Der Toad, der uns eben hilft. Oh, schaut mal. Oh, noch eine von diesen dürren Gestalten. Ja, das stimmt, Olivia, aber die Frage ist eher, was wir jetzt tun sollen. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Mehr Abenteuer und werbefreie Videos gibt es im Katze-Club. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Unbedingt reinschauen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Bleibt katztastisch!